Reckless Power fragt, Sinan G, wie stehst du zu Drogen, Alkohol etc.? Wie stehe ich dazu, Alter? Gute Frage. Also ich trinke selber keinen Alkohol, ich rauche auch keine Zigaretten und ich nehme keine Drogen. Und ich würde es dir raten, auch nicht zu machen. Lebt man gesünder, Alter. Esrat 069 will wissen, willst du mal heiraten? Ob ich heiraten will, Esra? Das ist eine gute Frage, Alter. Inshallah irgendwann, warum nicht, will ich auch gerne heiraten einmal in meinem Leben. Vielleicht heirate ich auch zweimal. Auch Alai Brehane hat eine Frage an dich, Sinan G. Wer ist deiner Meinung nach der beste Rapper, also US-Rapper? Hör mal, das ist ja wohl eine Frage, mein Bruder, die du dir selber beantworten kannst. Alter. Natürlich ist diese Person schon längst tot, das ist Tupac, Alter. Das ist für mich der Beste und bleibt der Beste. Und es wird auch kein amerikanischer Rapper, ob es jetzt Lil Wayne ist oder Drake oder die ganzen Leute, die ganzen neuen Leute auch. Es wird niemals nur ansatzweise einer ihnen zu nahe kommen. Auch nicht, egal wer. Der ist die Nummer 1 und bleibt die Nummer 1, Alter. Ich hoffe, du siehst das genauso, Bruder. Leider 17. Weshalb saß er 3 Jahre in der JVA Siegburg ein? Ja, Bruder, guck in den Talk rein, Alter. Ich habe mit Christoph gesprochen und dort wird das auf jeden Fall erwähnt. Guck es dir an, mein Bruder. Und dann ich hoffe, dass deine Frage beantwortet wird. Pass auf dich auf. Kurdo Support hat folgende Frage. Wie ist es zum Kontakt mit Kurdo gekommen und wie ist das Lied Die Waffen sind geladen entstanden? Schöne Grüße, Kurdo Support. Was geht, Kurdo Support, Alter? Ich habe Kurdo kennengelernt durch einen Freund. Er hat mich kontaktiert, als er nach Essen gekommen ist. So haben wir uns eigentlich kennengelernt und dann haben wir uns getroffen, haben wir uns hingesetzt, gelabert. Und wir haben uns super gut verstanden und irgendwann haben wir uns gedacht, komm, wir machen einen Song. Aber natürlich nicht direkt am ersten Tag, ey, das weiß ich nicht, vielleicht einen Monat später oder so. Haben wir uns gedacht, wir machen einen Track und ja, und irgendwie ist das halt zustande gekommen, die Waffen geladen zu machen. Dann waren wir zusammen im Studio, ich habe ihn eingeladen, er hat auch bei mir zu Hause geschlafen. 2-3 Tage, ja, und dann haben wir uns eigentlich gedacht, komm, wir machen ein fettes Video und so ist es halt alles so entstanden, langsam. Auf jeden Fall schöne Grüße an Kurdo, mein Bruder. Geile Sau, Alter. BS Riffy fragt, wann hast du angefangen, Musik zu machen? Musik habe ich angefangen so vor 5-6 Jahren. Also natürlich habe ich das jetzt nicht 5-6 Jahre richtig durchgezogen, so wie man es von anderen kennt, immer neue Songs. Ich habe vor 5-6 Jahren halt meinen ersten Song gemacht, dann mal den zweiten. Dann nach 1-2 Jahren habe ich dann ein Album gemacht, dann nach 2 Jahren wieder ein Album und jetzt natürlich das dritte Album. Ich habe jetzt nicht 5-6 Jahre immer auf irgendwelchen Jams oder so verbracht und in irgendwelche Studios und so. Das ist eigentlich meine musikalische Laufbahn, ist einfach nur jetzt das, was ich bisher gemacht habe. Aber das mache ich so insgesamt 5-6 Jahre.